Und damit Glück auf und herzlich willkommen beim FC Erzgebirge Aue zur Pressekonferenz vor dem 26. Spieltag. Vor den Ferien, vor Pavel Dotsche, vor Mats Heidrich, vor uns allen liegen zwei Knallerwochen, wenn man das so bezeichnen darf, denn zwei englische Wochen mit insgesamt 5 Spielen. Das heißt, nicht mal alle 3 Tage gibt es eine Partie und die nächste, die hier ansteht, ist bereits am Samstag 14 Uhr. Das Spiel bei Magenta Sport und live im MDR-Fernsehen gegen Rot-Weiß Essen, das Treffen zweier Traditionsvereine. Wir kommen gleich zum Spiel, starten aber mit einer Personalnachricht und die hat unser Sportgeschäftsführer Mats Heidrich. Ja, Glück auf, erstmal in die Runde. Ja, Kaderplanung für die neue Saison schreitet voran. Ich möchte da auch dann in dem Zusammenhang bekannt geben, dass wir mit Sean Seitz einen Offensivspieler verpflichtet haben für die kommende Saison. Der Junge kommt vom VfR Aalen, 20 Jahre alt, flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der jetzt dann in den letzten beiden Jahren Herren-Erfahrung sammeln konnte. 2002er Jahrgang, aus eigener Erfahrung noch immer ein schwieriger Jahrgang gewesen, der auch Corona-bedingt viel verpasst hat. Ich glaube, bei ihm dann der Fakt, dass er halt jetzt geschafft hat, über die Einsätze in der Regionalliga Südwest dort Spielpraxis zu bekommen und auch dann sich dort entwickelt hat. Hoffenheimer Jugend, vorher KSC gewesen. Wir freuen uns, dass der Junge sich für uns bekannt hat, dass er unseren Weg hier mitgehen möchte und ja, dann ein Baustein ist für die nächsten Jahre bei uns im Kader. Ja, wenn man so will, Zukunftsmusik. Die nähere Zukunft, die liegt am Samstag hier bei uns im Erzgebirgsstadion auf dem Platz. Da geht es gegen Rot-Weiß Essen, ein Traditionsverein, oder wenn man es genau nimmt, zwei Traditionsvereine treffen da aufeinander. Pavel, dein Ausblick auf das Spiel gegen die Rot-Weißen. Ja, auch Glück auf. Ja, das ist schon richtig. Zwei Traditionsvereine treffen aufeinander zu. Ich denke, dass wir sehr gute Kulissen haben werden, weil die auch selber einige Fans mitbringen werden. Das ist auch für mich auch ein direkter Konkurrent. Also die sind in der Nachbarschaft, was die Tabelle betrifft. Und das ist schon ein sehr wichtiges Spiel für uns, ohne Frage. Wir haben jetzt durch die verpasste Punkte in Dresden, das ist jetzt zu Hause ein Spiel, wo wir auf jeden Fall vor allen Dingen vor dem Derby-Spiel gegen Zwickau ist wichtig, dass wir wieder ein Erfolgserlebnis haben. Und da müssen wir tatsächlich das jetzt die Fokussierung auf das Spiel jetzt nur haben. Das, was jetzt Dresden betrifft, haben wir schon mit der Mannschaft analysiert, haben wir schon besprochen, was gut war, was nicht so gut war. Und jetzt, wie gesagt, die Konzentration geht nur auf das Spiel jetzt am Samstag. Personell ist jetzt auch so, dass wir jetzt zwei Spieler ersetzen müssen. Das ist Toni Jonic und Rosenlocher. Zwei Stammspieler, wenn ich das so sagen kann, die wir momentan vermissen werden. Aber wir haben schon auch, denke ich, auch in Dresden gute Einsätze gehabt, auch offensiv. Jetzt denke ich auch, dass auf der linken Seite, dass wir das auch 1:1 gut ersetzen können. Entscheidung ist noch nicht gefallen, weil da gibt es einige Optionen. Einer ist natürlich Kilian Jakob, der momentan auch schon seit 2-3 Wochen voll am Trainieren ist. Müssen wir gucken, morgen werden wir nochmal besprechen, wie seine Situation, wie er sich fühlt, ob er sich das zutraut. Da haben wir natürlich auch die Option auch mit Barilla, der auch schon mittlerweile ein ähnlicher Level ist, so wie Kilian. Also müssen wir gucken, also wie ich das jetzt mache. Eins möchte ich nicht jetzt machen, zu viel Rotation in der Mannschaft, dass zum Beispiel Schikore jetzt auf links geht und dann, das ist eine Kette von Veränderungen, die ich jetzt momentan nicht vornehmen möchte. Im Gegenteil, ich möchte nur 1:1 ersetzen und deswegen ist die Entscheidung noch nicht gefallen, aber das sind noch ein, zwei Tage bis dahin, wo ich mir das genau überlegen kann. Wie gesagt, die Mannschaft hat gut trainiert die Woche, wir haben keine Probleme sonst, andere Probleme. Freuen wir uns auf das Spiel und erwarten wir auch viel Unterstützung von unseren Fans und ein sehr gutes Spiel und ein erfolgreiches Spiel für uns. Die Mannschaft von Rot-Weiß Essen ist für mich auch so eine Mannschaft oder ein Verein, wo ich schon sehr lang kenne und begleite. Ich habe auch einige Spieler bei Rot-Weiß Essen, die ich schon trainiert habe, selber auch Clemens Bandrich ist ja da, der Holzweiler, der Jürgen Nowak war früher A-Jugendspieler bei mir, als ich Trainer bei der Fut war, der ist ja der Sportdirektor. Also wie gesagt, da habe ich schon einige
Spieler oder Betreuer, die ich persönlich gut kenne, und freue ich mich auf diese Begegnung und vor allen Dingen, wie gesagt, auf eine spannende Partie. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Pavel. Damit ist die Zeit für die Fragen, wenn es die gibt. Ganz kurzes Handzeichen. Wir starten mit Christoph Benesch für die Freie Presse. Pavel, so ein verlorenes Derby kann auch psychologisch ein bisschen was auswirken in beide Richtungen, vor allen Dingen, wenn es so verläuft, wie es jetzt in Dresden verlaufen ist. Wie haben Sie die Mannschaft erlebt? Ist sie verärgert gewesen immer noch, ein bisschen wütend, oder ist sie vielleicht jetzt noch fokussierter als zuvor? Was hat diese Derby-Niederlage, dieses hitzige Spiel mit ihr gemacht in dieser Woche? Ja, das ist richtig. Das Spiel hat uns wehgetan. Ja, weil das war eine bittere Niederlage für uns, und ein Punkt zum Beispiel hätte uns nicht viel tabellarisch weitergebracht, sage ich mal so, hätte jetzt nicht so viel gebracht, aber von Moral her, von Kopf her hat uns schon wirklich wehgetan, diese Niederlage, und deswegen habe ich auch vorher bei dieser Moderation von mir, wo ich gesagt habe, wir haben das Spiel analysiert und abgehackte Konzentration geht jetzt nur auf Essen, weil das ist genau der Punkt. Ich selber auch als Trainer, muss ich sagen, ich habe viele Niederlagen gehabt, und man gewöhnt sich ein bisschen dran und kann mit sowas besser umgehen. Aber jetzt dieses Spiel in Dresden hat schon Spuren hinterlassen, auch selber bei mir. Und deswegen war auch wichtig, dass mit der Mannschaft das auch, wir müssen mit der Situation uns auseinandersetzen. Wir sind alle enttäuscht, nicht über die Leistung, über das Ergebnis, aber nichtsdestotrotz, genau das ist wichtig, wenn man eigentlich so Rückschlag kriegt, das ist das Stärkste, oder man ist stark oder man ist dann gut, wenn das schafft, wegzustecken und wieder aufzustehen. Und genau das müssen wir jetzt machen am Samstag. Wir müssen jetzt uns aufrichten und das Spiel abhacken und nicht jetzt nach hinten schauen. Wir können nur nach vorne schauen, und das ist jetzt Samstag das Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Aber ich bin schon bei Ihnen, das Spiel hat schon Spuren hinterlassen, klar. Christoph Benesch macht weiter. Danke. Eine Frage noch vielleicht auch jetzt zur neuen Heimstärke. Das war nicht immer in der Saison so. Bis, ich glaube, November ist die letzte Heimniederlage her, seitdem nicht mehr verloren. Herr Heidrich, ist das so genau die Situation? Wir haben hier häufiger gesessen und Sie haben gesagt, wir müssen das Stadion wieder zur Festung machen. Ist das jetzt die Situation, die vielleicht auch ein bisschen extra Motivation nochmal gibt? Absolut. Ich glaube, das wissen auch die Gegner mittlerweile, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, hierher zu kommen und einfach mal Punkte einzusacken. Ich glaube, letzte Niederlage war tatsächlich Duisburg. Seitdem dann sehr stabil unterwegs, auch das nötige Glück dann auch mal in Momenten gehabt, das darf man dann auch nicht vergessen. Aber das wird die Basis sein, das hat man Ende November, glaube ich, auch zur Mitgliederversammlung schon mal erwähnt. Ich glaube, da war mal letzter in der Heimtabelle, das passt zu Erzgebirge Aue überhaupt gar nicht. Das muss ja die absolute Basis sein, um da unten rauszukommen. Ist es 2023, soll es weiterhin bleiben, und mit einem Heimsieg gegen Essen macht man auch einen Schritt in der Tabelle, überholen Essen dann nochmal und stärken halt diese Position, die wir uns jetzt gerade erarbeitet haben. Dann hatte sich Katja Lippmann-Wagner für den Blick gemeldet. Geben wir das Mikro ganz kurz rüber. Bitte schön. Ja, es wurde ja schon gesagt, also dass es jetzt 5 Spiele am Stück quasi sind innerhalb von 14 Tagen. Plant man da vielleicht auch schon ein bisschen, schützt den einen oder anderen Spieler oder schont ihn? Oder alles fokussiert auf Rot-Weiß Essen und beste Mannschaft ohne Blick nach Zwickau? Das ist eine berechtigte Frage. Wir werden aber eins jetzt nicht machen. Ich denke jetzt nicht an das Spiel gegen Zwickau denken. Ich muss vom Spiel zu Spiel sehen. Wir haben jetzt das erste Spiel Samstag, jetzt gegen Rot-Weiß Essen. Und ich tatsächlich konzentriere mich nur auf das Spiel gegen Essen. Danach, wenn ich weiß, wie die Situation ist, kann ich dann überlegen, irgendwann. Jetzt ist ja eigentlich, sage ich mal, ist noch viel zu früh, jetzt an sowas zu denken. Irgendwann kommt die Situation zwangsläufig, zum Beispiel Meppen. Meppen wäre für uns eine brutale Geschichte, weil wir spielen am Mittwochabend um 20.20 Uhr in Chemnitz. Vielleicht sind die Spieler erst um 1 Uhr Nacht im Bett frühestens. Und dann am Samstag am Freitag fährst du schon 6 Stunden nach Meppen und dann Samstag spielst du 2 Tage später. Also das wird schon vielleicht dann zwangsläufig so sein, dass wir schon, was Belastungssteuerung betrifft, schon berücksichtigen müssen und sowas auch in Acht zu nehmen. Aber jetzt Essen ist ja für mich wichtig und da geht es nur um 3 Punkte, nichts anderes. Dann geben wir das Mikro hinter zum MDR-Fernsehen zu Sebastian Durst zur Kamera. Bitte schön.
Ja, Herr Dotschew, jetzt am Wochenende gegen Essen, was erwarten Sie denn für ein Spiel, beziehungsweise auch was muss Ihre Mannschaft auf den Platz bringen, dass die Punkte vielleicht auch hier im Erzgebirge bleiben? Ja, wir müssen selbstbewusst auftreten. Wir spielen zu Hause. Wir haben auch einen Gegner, wo ich sage, momentan auch sehr gut ist. Also die spielen momentan auch sehr erfolgreich. Die haben sehr schlecht gestartet. Die haben, glaube ich, 6-7 Spieltage in Folge nicht gewonnen. Aber danach ist der Verein ruhig geblieben, haben zu Trainer gehalten, haben sich auch punktuell verstärkt. Und jetzt seitdem ist die Mannschaft stabilisiert und wie schon gesagt haben, die haben jetzt 2 Siege auch sogar in Folge. Die haben jetzt zu Hause bei uns nichts zu verlieren. Die kommen auch selbstbewusst. Die sind auch schwer zu knacken, definitiv. Die kann man schlecht knacken. Also die sind schon schwer zu bespielen. Und die haben auch beim Standards auch immer gute Situationen, wo die auch kopfballstarke Spieler haben. So dabei erfahrene Leute, gute Mischung. Und ich denke schon, dass wir Geduld haben müssen, aber wir dürfen jetzt nicht zu sehr Geduld haben. Wir spielen zu Hause, wir wollen die Fans mitnehmen. Und das heißt, wir müssen schon gute Offensive haben, aber ohne unsere Defensive zu vernachlässigen, weil, wie gesagt, das kann auch fatal sein, wenn wir das Spiel 90 Minuten machen und die kontern uns aus und dadurch auch, sage ich mal so, gewinnen. Also deswegen wird ganz schmaler Grad von einer gewissen Offensive, Aggressivität, aber auch gute Restverteilung, auch gewisse Portionen, auch Geduld mitnehmen. Dann fragen wir nochmal in die Runde. Es gibt keine Handzeichen mehr, damit gibt es auch keine Fragen mehr. Dann sagen wir vielen Dank, Pavel Dotschew, vielen Dank, Matze Heidrich, vielen Dank fürs Kommen an die Kolleginnen und Kollegen der Presse. Das war die Pressekonferenz vor dem 26. Spieltag, vor dem Auftakt in 2 englische Wochen. Toi, 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 dreimal Holz, Pavel, dass das klappt am Samstag auf ein erfolgreiches Spiel. Tickets, wer noch keine hat, gibt's online bis Samstag, bis zum Spielbeginn. Für heute Glück auf aus dem Erzgebirgsstadion.